Das Barmherzigkeitsstift in Kamenz steht erneut zum Verkauf. Das ehemalige Krankenhaus ist seit 2000 leer. Im Rathaus hat sich mittlerweile ein möglicher Investor gemeldet. Da zu diesem Zeitpunkt die Ausschreibung bereits beendet war, wird nun ein neuer Anlauf gestartet. Vorgesehen ist der Umbau zu einer Anlage mit betreutem Wohnen. Zusätzlich sei ein Ergänzungsbau mit einer Tagespflege geplant. 1826 wurde das Krankenhaus von Johann Gottfried Böhnisch eröffnet. Es steht in weiten Teilen unter Denkmalschutz. Der Kaufpreis für das Gebäude und ein Teil der Grünanlagen ist mit 230.000 Euro angegeben. Bis zum 14. Mai werden Gebote inklusive Nutzungskonzept im Rathaus erwartet.